Sehr gut, schön. Okay, lass uns dann ein bisschen bewegen, okay? Wir machen immer wie immer ein bisschen Hüfte. Erstmal Mobilisierung, Bear Sitting, ein bisschen schön bewegen. Und nur 1, 2, 3 Minütchen, okay? Ich gehe davon aus, ihr seid schon warm. Aber wenn nicht, für Oliver und Janine, wenn wir das Video gucken, wir haben immer die Möglichkeit, Pause zu machen, ne? Das Video kurz zu stoppen, euch schön warm zu machen und dann einfach nur die Technik dann zu machen. Ne? Okay? Gut, jetzt machen wir hier die 90-90-Position, ein bisschen abwechseln. Lasst das hinter den Beinen immer schweben hier, okay? Dann aktivieren wir richtig hier unsere Gesäßmuskulatur. Also nicht am Boden bringen und relaxen, sondern immer liften, kicken, weg, hoch, 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 sehr gut. Gut, okay. Jetzt ein bisschen rückwärts, vorwärts, vorwärts. Können natürlich hinten Pause machen, kurz links und rechts ein bisschen bewegen. Wieder vorwärts. Und jetzt vorwärts ein bisschen hier stretchen, vorne bewegen, rückwärts, vorwärts, ein bisschen hier bewegen. Sehr gut. Ein bisschen bewegen. Sehr gut. Okay, jetzt gehen wir auf die Knieposition, Sattelposition. Auch hier ein bisschen Hüfte bewegen, zu mobilisieren. Und von hier jetzt kurzes Step in der Combat Base und dann hinten sitzen, Stretch nach vorne. Wieder hoch, okay. Wieder wechseln in der Sattelposition, Step. Hinten ein bisschen hier stretchen, wieder hoch, Sattelposition, Step, hinten sitzen, stretchen, wieder hoch, jawohl. Und hier kann man immer ein bisschen spielen. Okay, ich glaube, das lang, okay? Wir starten, wie gesagt, ein bisschen Wiederholung in der Omoplateneingang, aber heute geht es eigentlich um den Scape von der Omoplate, beziehungsweise wie ich oben, wenn jemand bei mir eine Omoplate hat, wie ich mich da verhalten sollte. Okay? Ja. Also ein paar Optionen, es gibt natürlich viele andere Optionen, aber wir machen ein, zwei okay. Optionen. Okay? So, nochmal kurz als Wiederholung. Machen immer unterschiedliche Eingänge. Heute machen wir diesen Eingang in der Omoplate hier. Wo wir hier, schau mal, ich habe Lapel und Sleeve, okay? Ich gehe hier ja von der geschlossenen Guard in den Knee-Shoot Guard, das kennt ihr schon, die Transition. Leichte ja Hüftwinkel, Fuß geht hier und Knie rutscht hier vor seinen ja Schultern, okay? Und jetzt von ja hier mit diesem Arm hier, sein Triceps, mehr oder weniger mit einer Hüftebewegung und mit meiner Oberschenkel quasi rollen und ja winkle ich wieder meine Hüfte so, dass ich den Omoplateneingang habe. Okay? Aber ganz ja wichtig ist, ich mache wie eine Brücke und bringe dieses Bein hier zwischen seinen Arm und seine Hüfte, weil das ist die Drehung, die ich haben will, um seinen Arm zu attackieren. Okay? Das heißt, wir sind hier schon mal. Oh. Okay? Und jetzt so, steckt seine Hand schon in meine Hosentasche und ich drehe die hier auf der anderen Seite, gehe auf den Ellbogen hoch. Der Fuß über den Kopf, zieht das andere Bein, boom, und dann habe ich hier den Omoplaten. Wir können auch hier greifen und wechseln oder erstmal diesen Griff lassen und hier erstmal sichern, wenn es schneller gehen soll. Okay? Wichtig ist, dass wir dieses Bein hier nicht zulassen, dass er hier mit dem Knie an meinen Bauch kommt, weil das fängt an, richtig zu nerven. Okay? Das heißt, ich muss immer, wenn ich in den Omoplateneingang gehe, okay, muss ich immer gucken, dass ich hier schon mal zum Beispiel mit dieser Hand sein Knie hier blocke. Versuchen wir das gerade auch. Ich blocke hier sein Knie. Okay? Kommt er nicht mehr so easy. Ja?
Machen wir nochmal kurz den Eingang und dann dürft ihr wiederholen. Wir sind hier. Gekreuzten Lapellhummen und Sleeve. Knee Shoot Guard. Und jetzt schau mal, ich hole mich richtig hier ab. Boah, und wechsle die Seite. Okay. Und ja, dann gehe ich hier schon mal auf den Ellenbogen. Das Bein ist hier richtig heavy. Ferse Richtung Boden ziehen gegen seinen Kopf. Und dann kann das andere Bein drauf und sichern. Okay. Okay. Die Seite sichern und das Knie blocken mit Ellbogen. Okay. Da habe ich hier den Omoplata Kontrolle. Okay. Immer gucken, das Bein beißt hier an seinen Triceps Biceps, also unterhalb den Ellbogen. Okay. Ja. Wie eine Hotdog-Wurst. Okay. Ist seiner Biceps hier, sein Triceps. Und ja. Deswegen darf ich kein Triangle hier am Kniekehle schließen. Das Loch, schau mal, wenn ich ein Triangle schließe, ist das Loch hier viel zu groß. Wenn ich aber hier in der Ferse gehe und ich strecke mein Bein, dann kann ich den Arm richtig gut kontrollieren. Okay? Ja. Diese Details sind wichtig, dass wir seinen Arm nicht verlieren. Ja? Mhm. Ausprobieren kurz. Auf jeden Fall. Omoplateingang, jeder macht dreimal mindestens. Okay. Dass ihr da wieder in der Position richtig fleißig seid. Keine andere Ausbeine. Der Typ hier richtig einen krassen Griff. Und wenn ich jetzt auf Hüfte bewege, positioniere ich mein Knie innen. Okay. Selbst wenn du hier bleibst, oder machen wir schon. Löse. Und trainieren. Das ist immer gut, weil jetzt willst du Postule machen und die Zeit hier zu wechseln, zu catchen oder nicht, je nachdem, was du mit einer Hand machst. Sorry. Aber ich habe gemacht, ja? Selbst die Aussprechen ist so schwierig, ja? Ja, das Aussprechen haben wir gar nicht gemacht. Das ist eigentlich so ein Problem. Das ist hier und dann gehe ich und jetzt wo schon gleich auf. Nee, das ist so. Du bewegst deine Hände komplett in die andere Richtung und drückst mit dem Knie. Ja. Ja. Genau. Ja, das ist ein Arm. Wenn er anfängt, aber hier, das ist ziemlich, ja, bescheiden für mich. Ja. Du bist auf die Mann schon Kamerawinkel noch mal so rum. Hörst du? Gut, wie läuft's? Gut. Okay, gut, sehr gut. Hat jeder ein, zwei Mal gemacht? Wir haben letzte Woche auch schon geübt. Ja, perfekt. Also, genau, das ist die Idee, ne? Dass die Position soll eigentlich nicht fremd sein für euch. Aber das ist wichtig, dass wir erstens ein bisschen wiederholen und zweitens, dass wir dort relativ einfach reinkommen, damit wir dann jetzt die Escapes üben. Sehr gut, Stephanie. Sehr gut. Lauter auf, fleißig bei Üben. Sehr gut. Okay. Gut, wenn alle ein paar Mal gemacht haben, dann jetzt hier nochmal kurz gucken. Okay. Jetzt reden wir über die richtige Positionierung für den Typ, der in diesen Omoplata-Trap kommt. Ja. Da sind ein paar Aspekte. Wichtige Details, okay? Sonst wird ihr sehr schnell tappen oder euch verletzen. Noch schlimmer, ne? Also immer natürlich schneller tappen, bevor irgendwas passiert. Ne? Klar. Also lass den Druck auf den Schultern nicht so krass kommen, okay? Tappen. Nee. Ja? Also ich meine in Spanien oder in Kampfsituationen. So, jetzt sind wir hier, wir wechseln die Rollen, dass ihr seht, wie der Escape geht. Der Pascal verpasst mir hier eine Homoplata. Okay? Das Wichtigste jetzt, schau mal, diese Hand darf nicht hier einfach frei sein. Weil wenn diese Hand hier frei liegt, der Pascal kann Wristlocks attackieren. Ah, okay? Das ist eine, lass kurz offen.
Diese Hand hier, der frei einfach ist, ist für ihn eine zusätzliche Option zu attackieren, okay? Ja. Und wir wollen in der Defense unsere Positionierung immer verbessern, dass er immer weniger hat, okay? Mhm. Und dann kann ich mich auf mein Escape fokussieren. Das heißt, das erste Reaktion ist, diese Hand zu verstecken. Und das zeige ich jetzt, ja? Sobald ich in der Omoplata bin, okay? Schau mal, ich merke, ich bin in der Omoplata. Okay. Ich mache hier eine kurze Bewegung. Und dann, ich catche mit meinem Bein hier und bringe meine Hand zu mir. Okay? Jetzt ist der Hand versteckt. Ja. Okay, habt ihr gesehen? Verstanden, ja. Das ist eine Rio-Situation, der Oblata kommt und meine Reaktion muss schnell sein. Okay? Ich merke, oh, der Oblata ist nicht. Punkt. Okay? Das ist das Erste. Schon. Okay? Ja. Gut. Dann probiert ihr eine Minute genau das. Ist simpel, banal, aber wichtig. Okay? Ganz kurz den Hand. Okay. 13 Minuten. Was geht's? Genau. Klitschen. Vielleicht mache ich so. Ja. Okay. Kriegst du den, machen wir weiter beim Omoplata, so wie du jetzt weiter machen würdest? Ich kann ja jetzt nicht mal das Bein ausstrecken. Das geht ja auch nicht. Okay, wenn ich mich jetzt aufsetze. Ja, aber jetzt kriegst du meine Schulter nicht auf den Boden. Ja, dann. Ja, ist gut. Gut. Hat jeder ein bisschen probiert? Ja, haben es verstanden. Ist super easy, okay? So. Ist ähnlich wie bei Kimura, wenn du dich festhältst. Ja, sowas Ähnliches, ja, genau. Ja. Je besser ich da bei mir an der Hose greife oder an meinen eigenen Gürtel, desto besser, okay? Aber das ist nur für diesen paar Sekunden, wo ich mein Escape starten muss, weil ich kann nicht da ewig bleiben, der wird meine Hand rausholen, okay? Das ist nur für ihn eine zusätzliche Barriere, die mir ein bisschen Zeit gibt, mein Escape zu starten. Das ist keine Position, wo wir lang bleiben wollen, ja? Und jetzt in der Omoplata gibt es natürlich die ganzen, wenn es alles super schön läuft, dann ist es auch gut. Aber realistisch gesehen, okay, der Typ wird immer schnell meine Hüfte kontrollieren, okay? Oder der kontrolliert meine Hüfte nicht, aber ich habe nicht die Möglichkeit, einen Escape zu machen, die mich dann in eine super Position bringt. Das ist zum Beispiel das hier, wenn der Pascal pennt, und dann gehe ich hier in die Omoplata. Wenn der Pain geht, natürlich kann ich hier, hier Jump, Mundbar, sein Gehalt passieren. Okay? Aha. Aber ich sage ganz ehrlich, wenn ich anfange zu jumpen, der wird mit seinen Armen meinen Körper blocken. Und es kann vielleicht einmal bei White Belt oder Blue Belt funktionieren, danach funktioniert es nicht. Danach nimmer. Also ich meine, der Typ, der Omoplata häufig macht, der weiß, dass diese Reaktion kommen wird und auch block mich hier. Okay? Das heißt, diese Interception wird passieren. Okay? Wir können natürlich immer darüber probieren. Ich habe nichts dagegen. Aber die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg ist richtig klein. Weil der weiß, was er macht. Der hat Omoplata schon gemacht. Okay? Deswegen machen wir jetzt ein anderes Kit. Okay? Und bevor wir den Escape machen, ist wichtig, dass ihr versteht, über welche Schulter ihr rollt. Okay? Weil meistens ist es so intuitiv, wenn ich hier diesen Arm am Omoplata habe, die meisten Leute gucken in die andere Richtung und rollen über den Schulter, der gerade geblockt ist. Okay? Die machen diese Rolle hier. Okay? Das ist intuitiv passiert. Ist aber keine gute Escape, weil ich zeige euch, was passiert. Wenn ich diesen Rolle mache, okay, der Pascal weiß ganz genau, dass ich diese Option habe und er sitzt einfach und mein Guard ist schon passiert. Ja. Okay. So. Und meine Escape-Chance zu erhöhen, ich zeige hier,
anstatt über diesen Schulter hier zu rollen, wo ich in die andere Richtung von meiner Schulter gucke, ich mache Folgendes. Diesen Arm ist hier gefangen, okay? Was ich jetzt mache, ist, schaffe hier einen Platz zwischen meinen Armen und meiner Hüfte mit einer leichten Bewegung. Und dann schaue ich hier unter meine Achse und ich rolle über den anderen Schulter. Okay? Okay. Schau mal, ich bin hier. Ich schaffe Platz mit einer Hüftebewegung und dann rolle ich hier. Ja? Aha, verstanden, ja. Und auf der anderen Schulter. Möchtest du hier ein Solo-Rollen-Übung probieren? Kannst du mal zeigen mit Pascal? Ja, gerne. Schau mal. Vielleicht ändern wir den Gegner so, dass ihr das seht. Schau mal. Wie gesagt, wenn ich deine Beine ein bisschen öffne, nur dass ihr jetzt sieht, okay? Genau. Schau mal. Ja. Wenn ihr jetzt hier, so wie ich gesagt habe, in die andere Richtung rolle, was man intuitiv macht, dann der Pascal sitzt nur und der hat dann meine Guard schon passiert. Oh, oh. Ja. Okay, das wollen wir nicht. Okay, was wir hier wollen, schau mal, du kannst deine Beine strecken. Schau mal, von hier, ich mache hier einen Step und jetzt gucke ich Richtung, wo meine Achse ist. Oh, gut. Oh, und dann gehe ich hier hoch und treibe deine Beine. Okay? Ja, perfekt. Nochmal. Punkt, Punkt. Schau mal. Ich muss ja hier ein bisschen Platz schaffen, dass ich rollen kann. Okay? Ja. Wurf. Und dann, mein Kopf geht hier rein. Oh. Aha. Okay? Oh. Wurf. Und ich gehe sofort auf mein Knie und greife seine Beine. Okay? Okay. Und bin hier in dem Pass. Okay? Ja. Können wir probieren? Probieren wir. Oder soll ich in Zeitlupe nochmal machen? Passt, nee, wir probieren, wir haben es verstanden. Passt. Okay, wichtig ist, dass man die Rolle hinkriegt. Wenn ihr nicht mit dem Partner erstmal machen möchtet, könnt ihr alleine machen diese Rolle. Und dann kann man mit dem Partner machen. Okay? Aber meistens es geht relativ einfach. Ich glaube auch, kriegen wir gut. Nicht vergessen, eure Hand jetzt zu verstecken, okay? Also der erste Übung, Hand verteidigen und dann die Rolle, okay? Beide zusammenbringen. Alles klar. Dann. Oder hat er mich erstmal so jetzt? Ja, jo. Jetzt muss ich hier raussteppen und über die Schulter rollen. Jawohl, dann komm hoch, Hannes. Du musst weiter rollen, Hannes, und auf den Knie kommen. Ich habe keinen Platz, wir müssen hier noch. Also die Rolle ist schon wichtig, aber richtig mit Schwung, dass du weiter rollst und auf den Knie kommst, okay? Alles klar. Probier mal hier nochmal. Ah, mach mal einfach hier nochmal. So. Ja, am Ende bin ich ja da. Ja. So, dass wir so ein Stück da hinten gehen. So. Okay. Ich gucke hier. Laura, kannst du noch mal machen? Stefanie, ja. Laura und Stefanie, ja. Ich will auch die Damen sehen. Okay, wenn ich, ja, genau. Laura macht. Und jetzt? Ja, einigermaßen. Wenn du ein bisschen mehr über deine Schulter rollst, Laura, dann wird es besser. Aber du hast verstanden, ja. Okay. Weil da, wenn du gerade so rollst, es kann sein, dass der Druck auf dein Genick kommt, okay? Dein Kopf soll im besten Fall den Boden gar nicht berühren bei der Rolle, okay? Schau mal, ich versuche das dir zu zeigen. Wenn ich hier bin, okay, ich mache hier, schau mal, diese Hand verschwindet da und schau mal, mein Kopf ist gar nicht am Boden. Ich kriege meine Schulter am Boden und dann rolle ich und ich rolle weiter auf dem Knie. Okay. Kurz probieren nochmal. Willst du mal rollen probieren? Nee, mach mal du. Dann kannst du es richtig und kannst es spät. Ich weiß nicht, genau. Ich hab verstanden, was ich will. Ja, jetzt weiß ich, was fehlt, Laura. Okay. Und das ist das hier. Schau mal. Ich zeige am besten mit Pascal. Okay. Schau mal, ich bin hier in Omoplata. Du kannst ein bisschen weiter mehr kommen. Nee, das ist zu viel. Genau, dass ich nach vorne rolle, sonst sitze ich nicht. Schau mal.
Wenn ich hier meinen Körper so fest parallel zum Pascal-Körper habe und ich versuche hier zu rollen, es ist kein Platz für meine Schulter oder für meinen Kopf. Ich werde hier über mein Genick rollen. Und was du machst, ist genau das. Du winkelst zuerst nicht ab und du rollst hier von hier schon, rollst du weg. Und was passiert ist das hier? Der wird wahrscheinlich auch in diese Sitzposition hochkommen können. Okay? Das heißt, es ist extrem wichtig, dass wir das hier machen. Ich zeige genau den gleichen Winkel. Okay, schau mal, ich bin parallel, aber ich rolle, starte meine Rolle nicht parallel, sondern ich gehe mit der Hüfte hier aus. Schau mal. Okay, das ist mein erster Schritt. Hier Platz zwischen uns zu schaffen. Und dann rolle ich hier. Und jetzt, wenn ich hier rolle, ich ziehe sein Knie am Boden. Oh, und ich bin schon hier hoch. Seht ihr? War schon richtig, was wir gemacht haben. Und dann kann ich gerne reißen. Ja, das, gezeigt. Ja? Das heißt, mach diesen Schritt mit der Hüfte erstmal raus, dass er nicht mehr parallel, sondern mindestens 45 Grad seid. Und dann von da rollt ihr über den Schulter. Okay? Ja, genau, so viel besser. Viel, viel besser. Jetzt zum Verteidigen. Und jetzt mal ich jetzt gucke, jetzt ich meine Hüfte so in die Winkel. Vorsicht! Kamera kaputt! Nee, ist nur Handy, nicht schlimm. Ah, da passiert nichts. So. Jawohl, Laura, das ist es. Jetzt hast du es, okay? Und das ist jetzt Übungssache, okay? Aber die Idee ist, beide seine Knie sollen am Ende, wenn du hochkommst auf dein Knie, beide seine Knie sollen zeigen in der Richtung Wand da, okay? Also nicht nach oben Richtung Decke, sondern Richtung Wand, weil dann ist es schwieriger für ihn, Guard zu spielen. Ja? Das zeige ich hier jetzt kurz im Detail noch, der wichtig ist. Schau mal, mit dem Pascal. Wir nehmen die Rolle mehr und ihr seid dann auf dem Knie, okay? Guckt, dass ihr so kommt. Schau mal, ich habe schon hier erzählt, ja, über diese Drehung. Ich rolle nicht hier parallel zum Pascals Körper, okay? Sondern ich mache hier einen Winkel und ich rolle. Wenn ich jetzt rolle, ich ziehe sein Knie nicht zum Boden, wenn ich hochkomme auf mein eigenes Knie. Gut. Und ich kann nicht hier bleiben, okay? Sondern ich will in diese Richtung gehen. Ja. Und ich will hier, schau mal, sein Knie da smashen, wenn es geht. Weil jetzt für Pascal ist richtig schwierig und ich bin schon hier in der Side Control und in seinen Rücken. Okay? Probier es nochmal kurz zu zeigen. Von hier, wo man sieht. Es ist natürlich nicht einfach, es ist Übungssache, okay? Aber man kann probieren. Schau mal, ich bin hier parallel zu ihm. Okay? Ich habe erstmal Platz und ich rolle hier. Ich bleibe aber nicht hier wie ein Bird mit Bauch nach oben. Deswegen muss ich so rollen, dass mit der Intention schon auf den Knie zu kommen und sein Knie nach außen zu bewegen. Okay? Das heißt, wenn ich hier rolle, okay? Ich rolle hoch und ich will schon hier enden. Schau mal. Wo ist ein Knie hier smashen in diese Richtung? Okay? Rollen mit dieser Absicht, schon schnell auf ein Knie zu kommen und sein Knie nach außen zu smashen. Dann funktioniert es besser. Ja? Die Intention ist wichtig. Okay? Nicht auf dem Bauch, mit Bauch nach oben bleiben. Auf dem Rücken. Aufstellen, immer reinpacken. Jetzt in der Runde. Guck, jetzt ist safe. Und schon hoch, ja, Laura, das ist es. Okay, sieht einigermaßen besser aus, finde ich. Und dann über die andere Schulter rollen. Also, warte mal. Und dann über die Schulter rollen, ne? Langsam und kontrollieren. Ganz langsam. Ja, über die Schulter und ruhig mehr winkeln und Füße hoch. Also hoch, nicht hochdrücken. Ja, eine 15 und dann auf die Schulter, genau. Jetzt rollen. Ja, genau, guck, dann packst du mich so von hinten im Prinzip. Ja, voll gut geklappt bei dir. Ja. War gut, Exi. Nochmal, oder?
Hat's wehtan? Mein Haar. Machen wir mal. Okay. Gut, schau mal. Jetzt machen wir eine andere, weitere Option, okay? Das können wir, diese Rolle können wir heute noch ein, zwei, drei Stunden üben, morgen wieder und jeden Tag wieder. Und dann jetzt habt ihr nur als Erinnerung kurz, ne? Ihr habt dann den Eingang in Omoplata, okay? Ihr habt gelernt, wie ihr den Omoplata finisht, also wie ihr den Typ, der Gegner flach macht und dann finisht. Ja. Ihr habt gelernt, falls er vorwärts falsch rollt, wie er sitzt und in Side Control geht. Ihr habt gelernt, wie ihr dann von der Omoplata zum Armbar wechselt. Und ihr habt gelernt, wie ihr von der Omoplata diese, in diese Rückenposition reinkommt. Okay? Und jetzt habt ihr eine Omoplata Escape gelernt über den Schulterrollen, den, immer den äußeren Schulterrollen. Okay? Aber zuerst immer diese Winkel erzeugen, dass ich Platz habe, um zu rollen. Mit der Intention, wie gesagt, immer auf den, schnell auf den Knie zu kommen, wenn ich rolle. Nicht einfach liegen mit Rücken am Boden. Sonst kommt er schneller drauf, oben. Und jetzt, falls der Typ meine Hüfte so kontrolliert, sehr schnell, dass ich nicht rollen kann, nicht mal falsch rollen, nicht mal richtig rollen kann, dann wie ich da versuche, mich besser zu positionieren. Ich sage nicht, dass dieses Escape immer gut funktioniert. Manchmal der Griff an der Hüfte, die Kontrolle ist so krass, dass ich mich kaum bewegen kann. Aber Jiu-Jitsu ist auch ein bisschen Geduld, nicht getappt werden und warten, bis diese Fenster sich eröffnen, dass ich dann machen kann. Aber es ist wichtig, dass ich weiß, dass ich die Optionen jetzt, dass ich jetzt zeige, auch kenne. Weil wenn ich mehrere Optionen habe, dann kann ich immer gucken, was passt jetzt in die Situation am besten. Ja? So, über was ich rede, ist die Situation hier. Wir sind in der Omoplata. Okay. Und jetzt hat der Pasi, schau mal, zeig es dir kurz, danach dreht er, der hat sehr wichtigen Griff schon, dass ich hier meine Hüfte, ziehe ein bisschen, gar nicht von ihm entfernen kann, um hier meine Rolle zu machen. Ich kann meine Hüfte nicht richtig einwinkeln, okay? Aha. Was ich hier mache, okay, ist folgendes. Meine Hand ist schon gesichert hier, schau mal. Meine Hand ist schon hier gesichert, okay? Aha. Meine Hand schwebt nicht draußen, ja? Ihr könnt auch hier eigenen Gürtel greifen oder sonst was. Okay? Alles ist erlaubt, Hauptsache Hand ist ein bisschen verteidigt. Und jetzt von hier, schau mal. Ich darf auch nicht ewig in der Position bleiben. Okay? Aber von hier mache ich ein bisschen Postura und ich verstärke diese Frame, was ich habe, mit meinem Fuß. Oh, okay? Der Fuß ist aber hier eng bei mir, ist nicht da vorne, weil sonst kann er hier, das will ich nicht. Wenn sein Hook hier kommt und er streckt jetzt sein Bein, oh, das wird richtig krass für mich. Okay? Das heißt, ich will quasi einen Step machen und meine Ferse hinter seinem Po hier mehr oder weniger haben, versteckt, okay? Boom. In dem Moment, wo mein Fuß hier Postura gemacht haben, mit dieser Hand gehe ich auf der anderen Seite seine Hüfte und lifte seine Hüfte. Ich kann sogar den Ellenbogen auf meine eigene Oberschenkel bringen, um das zu stützen. Okay? Und jetzt ist Kopfposition. Ich will mein inneren Ohr hier neben seine Oberschenkel bringen, okay? Und jetzt kurz jetzt von da in die andere Richtung skaten. Zeig's nochmal. Mach dir noch einen Blatteingang, Pascal. Pascal hat hier Ruhe. Oh, Jesus, okay. So, das erste ist Handsafe. Okay. Jetzt zeige ich hier, dreh dich ein bisschen, Pascal. Oh. Wir sind hier, okay? Nochmal. Eins, zwei, und ich kann zum Unterstützen meinen Ellbogen auf meine Hüfte bringen. Okay? Und jetzt schau mal. Ich gehe hier rein, seine Hüfte habe ich die ganze Zeit unter Kontrolle und ich rotiere hier. Okay? Hüfte in der Luft und dann smashing hier auf der anderen Seite. Das heißt, ich hole mir zurück diesen Omoplata-Winkel, was er
bekommen hat. Okay? Ich sage nicht, dass es leicht ist. Okay? Punkt, Punkt. Wir sind hier. Okay? Das erste ist Hand safe. Punkt, Punkt. Okay? Und dann noch. Eins, zwei. Das funktioniert nur, wenn ich ihm seine Hüfte lifte. Okay? Sonst geht das nicht. Mit seiner Hüfte am Boden, wenn ich versuche, hier mit dem Kopf runter, ich verliere meine Postur und er wird mich flach machen. Okay? Das geht nicht. Das ist ein bisschen kontraproduktiv. Deswegen, Step, okay? Die Seite der Hüfte holen und ihm auf die Schulter bringen. Boom. Okay? Und jetzt kann ich hier rotieren. Boom, boom. Und in die andere Richtung laufen. Dieses Laufen ist ein Kampf, weil der kontrolliert meine Hüfte. Aber ich habe schon einen besseren Winkel für mich, wo er mich in der Omoplate nicht so leicht hätten kann. Okay? Probieren. Wir haben nur noch 8 Minuten, okay? Aber ihr weiß Bescheid. Das ist die letzte Technik von heute. Was geht's? Vielleicht kann ich so ein View machen, die Gallery. Ja. Ja, genau. Dann bin ich ja dann hier. So. Jetzt muss ich. Jetzt Steps. Oh, Hüfte liften. Dass sie auf der Schulter ist, genau. Schau mal, nee, dein Kopf muss eng am ihrem Bein bleiben, okay? Hannes. Sag nochmal. Dein Kopf. Ja. Fährt richtig rein an ihr, hinter ihr Oberschenkel. Okay. Also, ja. Wir nennen das Head Drive. Okay? Also der Kopf muss richtig mitarbeiten, damit du sie in diese richtige, in den Winkel bewegst. Jetzt muss ich meinen Kopf greifen. Genau, Hand safe zuerst. Und dann Step und schon Hüfte liften. Step, Hüfte liften. Und jetzt dein Kopf zeigt der Richtung. Nee, immer die ganze Zeit Hüfte. Ja, Hüfte musst du unter Kontrolle haben, mein Freund. Genau, und der Kopf will in die andere Richtung, also Richtung deiner gefangenen Arm gucken. Ja, und da smashst du sie. Jawohl. Das ist die Idee. Okay? Okay. Genau, Übungssache jetzt. Ja, nicht ganz einfach, aber 20 Mal machen, dann klappt es vielleicht. Ja, klar, natürlich. Jiu-Jitsu muss immer sehr viel wiederholt werden. Ne? Was? Auch da geht's. Nochmal. Wenn beide schwarze Kimonos haben, dann sehe ich die Details nicht so gut. War keine Beschwerde jetzt, nur eine Anmerkung. Du musst da mehr dagegen drücken, Xi. Dann willst du mich ja unten halten, weißt du? Genau, ich tue es dann liften. Jetzt kann ich da außen rumlaufen. Mein Kopf muss da irgendwie. Jetzt der Kopf drive, lauter. Jawohl, Kopf drive. Und weiter, lauf weiter mit der Hüfte und smash dein Knie am Boden jetzt mit deinem Gewicht. Sehr gut, Laura. Wow, ich habe das Gefühl, Laura lernt schneller als Kevin. Also der Kevin hat so früher nicht so schnell gelernt. Ehrlich gesagt, ohne Witz, das ist Naturtalent, Kevin. Du musst sie ins Training bringen, wenn der Lockdown vorbei ist. Ne? Der Kevin hätte da schon, ich glaube, 20 Fragen gestellt, Laura. Und er hätte in die andere Richtung gelaufen. Und ja. Ein Beinchen bin schon mal Arsch. Ja. Und jetzt? Mit deinem Kopf. Jetzt, Stephanie, du machst einen Step mit dem linken Bein, Step richtig stabil, hebt seine Hüfte hoch, okay? Hüfte hochheben und jetzt laufst du immer weiter und drückst mit dem Kopf. Jawohl, ja, weiterlauf. Sehr gut, Stephanie. Ja. Aber bei dir nicht mehr. Schau mal, je mehr Gewicht der Gegner hat, desto schwieriger ist es, klar. Aber der Schlüssel bei der Sache ist, deine Luft zu kontrollieren. Weil wenn deine Hüfte nicht am Boden ist, kann er auch nicht so gut Druck auf den Omoplata bringen. Okay? Das heißt, schau mal hier kurz.
Schau mal. Guck mal alles zu. So. Ja. Jetzt habe ich hier deinen Hüfte. Jetzt lift dich mal hoch mit der Hose. Jetzt lauf aus rum. Schau mal, ja. Alle hier kurz zusammen. Los, lauf, lauf, lauf. Du jetzt mich umlaufen. Ja, perfekt. Ich kann mit den unteren Beinen nicht laufen. Was war's gut? Hallo. Eine Sekunde Aufmerksamkeit von allen, bitte. Schau mal. Das Wichtigste in dieser Position, in diesem Game, ist die Hüftekontrolle des Gegners. Wenn der Hüfte nicht richtig kontrolliert wird, dann kann er Druck auf den Omoplata richtig üben. Er wird eh schon dagegen arbeiten. Okay? Aber damit wir eine Chance haben, muss ich seine Hüfte oder ihre Hüfte in eurem Fall richtig, richtig unter Kontrolle haben. Und es ist mir klar, je schwerer der Gegner ist, desto schwieriger ist es. Okay? Aber wenn ich hier, schau mal, wenn ich hier bin, okay, ich muss gucken, dass ich hier richtig ein Base mache mit richtig stabilen Fußstep. Okay? Und jetzt soll ich hier, schau mal, streckt euer Arm, hier ist es vielleicht nicht genug, die Hüfte zu kontrollieren. Okay? Streckt euer Arm, das ist seine Hüfte Richtung, wo ich eigentlich gehen will. Da will ich jetzt kontrollieren. Und jetzt schau mal, mit meinem Arm, der gefangen ist, helfe ich ein bisschen, um ihn hier zu liften. Und jetzt kann ich hier sogar mein Gesicht hinter seinen Arsch platzieren. Selbst wenn der Pascal versucht, sich zu strecken, der kann seine Hüfte nicht mehr holen. Ich kann das schon auf die Knie mit dem Knie und meine Arme hier. Das geht auch. Und von hier fange ich an, meinen Kopf Drive zu machen. Okay? Das heißt, ich gehe auch mit dem Kopf und smash ihn hier. Okay? Aber diese Hüftekontrolle ist sehr wichtig, sonst funktioniert es nicht. Okay. Okay? Probieren wir aus. Wie gesagt, ich mache immer so schon einen Step. Und ich bringe mein Knie hinter seinen Arsch. Also ich lifte erstmal natürlich mit meinem Körpergewicht, ich ein bisschen da fahre, in der Arm, der drin ist, fahre ich gegen sein Bein und ich ziehe hier auch hoch. Und dann geht er automatisch auf den Schulter und dann ajustiere ich meinen Fuß, dass wenn er wieder zurückkommt, seine Hüfte ist hier gestützt. Okay? Und von da fange ich an, meinen Kopfdrive zu machen und in Kreis zu laufen. Okay? Ausprobieren. Wir haben nur noch 2 Minuten Video. Aber jetzt weiß ich Bescheid, was ihr heute zu tun habt. Jetzt wechsle ich nochmal hier auf den Gallery View, dass ich euch sehen kann. Genau, Hüfte in der Luft. Jetzt mache ich. Ja, Laura, super gut, Laura. Sehr gut. Echt zufrieden. Genau. Wunderbar. Drück so gut du kannst. Jetzt fange ich an, hier dich hochzulupfen. Und jetzt fange ich an zu treiben. Und immer weiterlaufen. Nee, das darf nicht passieren, Hannes. Das ist der Grund, wieso wichtig ist, dass du mit dem Kopf den Oberschenkel richtig einklemmst. Ja. Der Kopf darf nicht wieder zwischen ihren Beinen, weil sonst wirst du einen Triangle-Verpass bekommen noch. Wahrscheinlich, ja. Also der Kopf ist draußen und der darf nicht wieder reinkommen in der Mitte, okay? Okay. Gut. Dann probiert weiter. Wir haben noch 2 Minütchen. Ich habe mich auch gewundert, dass der Kopf noch einmal. Du musst deine Beine zusammenfressen und nach unten. Dann kann ich meinen Kopf auch dahin schon wohin muss. Was? Aber wieso muss ich die Beine so machen? Ja, sonst ist da zu viel Platz. Ja, Kevin, wow. Gut. Jetzt muss ich den Kevin auch ein bisschen loben. Sehr gut, Kevin. Sieht gut aus. Aber die Laura macht irgendwie ein bisschen besser. Jetzt. Guck mal, nach unten, Beine zusammen und mich nach unten drücken, weil du willst ja, dass meine Schulter auf den Boden geht. Genau. Und das verhindere ich jetzt, indem ich aufstehe, dich
Hochpress, guck mal, jetzt passt nämlich auch mein Hals. Ja, Hannes, jetzt war gut, Hannes. Okay. Passt, haben's ja verstanden. Jetzt, Stephanie, einmal guck, ich will gucken. Ich verabschiede mich jetzt schon, weil es kann sein, dass es runtergeht, okay? War schön, ja, mit euch wieder. Nächste Woche neues Kapitel, okay? Ist nicht mehr Homoplata. Nächste Woche ein neues Kapitel, okay? Das nicht langweilig wird. Neue Position, Überraschung, das wird geil. Kommt vorbei, schaut es an. Kann ich einpacken oder nicht?